Hey, hey, wenn er wie er schlüttet mir noch küsset und aus, noch schöner wie Till. Du bist geblass. Elven. Oh, Fisker pro Babus Babus. Der Stimme. Ja, also, wir haben unseren Norwegisch-Kurs beendet. Und jetzt geht's nochmal ans Wasser, wie so oft. Nach dem Norwegisch-Kurs, oftmals, haben wir da ganz besonders abgeschneidet in letzter Zeit. Früher eigentlich immer ganz gut gefangen, aber in letzter Zeit nach dem Norwegisch-Kurs oftmals fast immer geschneidert. Aber egal, heute geht es wieder auf Barbe und nicht nur ganz normal auf Barbe, sondern heute wird wieder der Teig zum Einsatz kommen. Ich habe mir nämlich daheim schon Teigbällchen gerollt und im Damenstrumpf präpariert mit einem Teigmantel. Das ist mein Köder, zwei Ruten Teig. Entweder oder. Okay, das hört sich gut an. Ja. Soll ich dir mal sagen, was ich mit habe? Eine Rute. Ich habe nur eine Rute mit. Tauwürmer und mein Stinkezeug habe ich heute mit. Oh. Ja, das ist schon etliche Jahre alt. Das mockert schon in der Garage. Das ändert auch den Geruch nicht mehr. Nee, das wird nur noch besser jetzt. Das wird heute zum Erfolg führen. Ich glaube, ich muss dich an einen anderen Platz setzen. Nee. Da werden die Tauwürmer so ein bisschen damit geimpft. Und da, ich muss hier ein klein bisschen langsamer machen. Ja, Fatzkontroll ist hier. Der Winkeboss. Oh nein. Ja, also wir sehen uns dann gleich am Wasser. Beim Aufwedeln der Teigbällchen. So, jetzt geht's los. Die Routen werden jetzt stadtklar gemacht. Direkt hier im Auto kommt nur ein Köder drauf und dann geht's ab, zack, durchs Gebüsch. Mit Bissanzeiger, Stuhl, Rute und Köcher. Und dann wird das Futterkörbchen in die Rinne gelegt. Ja, aber jetzt erstmal anködern. Bereit? Ah, es zuppelt schon. Ui. Mein Stinkezeug wirkt schon. Mhm. Soll ich dir das mal zeigen? Nee. Hm? Nee, ich hol's mal raus. Achtung. Hier ist die Schatzkammer. Mhm. Mhm. Muss ich jetzt ganz vorsichtig anfassen. Fixerbesteck oder was? Ja. Ja. Hier, kannst du kaum noch lesen hier. Ja, ja. Tu's Animals, rein. Krabbe. Nicht Animals, Amino. Doch, Animal, tatsächlich. Das sag ich doch. Tierische Krabbe. Und hier hast du dir schon einen Schuss gesetzt. Ja. Heißes drin. Sieht so aus. Heißes Zeug. Das stinkt wie und das hängt jetzt hier dran. Ja, ich riech sogar schon. Boah, mach das Ding zu. Hier wird sich nichts tun. An dem Ding. Die Ratte werden vielleicht kommen. Halt nur mal drauf, es wird gleich. Nee. Hast du gesehen? Das warst du. Ich hab dich doch direkt schon erwischt, wie du mit deinem Fuß da an dem Ding warst. Das gibt's ja doch wohl nicht. Hier mit allen Tricks. Oh, das wird dir den Minuspunkt heute verpassen. Nee. Ich bin jetzt. Heute hätte ich ja eigentlich mein orangenes Fangmaschine anziehen müssen, oder? Ja, ja. Ich bin ja jetzt der Wallerkönig. Ja, hier. Ja. King of the Wall. Malle. 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 Norge Malle. Vonosk. Vonosk. Malle. Ich glaube, ich hole mal den Thermazell, oder? Ja, ja, mach das mal. Ich hab dich sehr schwer drauf.
Ein Rotlicht sehe ich. Siehste? Das habe ich jetzt im Auge. Ja. Werfen wir jetzt mal mitten in den Schwarm rein. Und? Perfekt. Perfekt liegt er. Bin ich immer gespannt. Na, frierst du? Ja, so ein bisschen fröstelt es mich. Es wird Herbst. Na. Na, willst du von außen in dein Hemd einsteigen oder was? Das ist, glaube ich, hier auf links gedreht. Ich muss aufpassen hier, dass ich mir so eine Zwangsjacke jetzt hier baue. So, jetzt. Aber beweg dich nicht so, du machst hier einen Gestank von deinem Wurmmist. Ich hab das auch überall an den Finger. Bah, das ist ja nicht nur widerlich, sondern auch noch modrig widerlich. Ja. Da stehen die Fische drauf. Warte, ich hab's gemerkt. Nicht ein gescheiter Zucker gab's. Klar, eben. Die haben einmal kurz gelutscht, weil sie gesehen haben, dass das ein Wurm war. Der ganze Wurm dann haben abgefressen. Ja, dann haben sie es im Maul gehabt. Ja, der ist wahrscheinlich abgefault von dem Zeug. Also mein Teig war gut, fand ich. Hast du ihn probiert? Nee, aber er hätte gut werden können. Aber ja. Die Barben wollten es heute nicht haben. Wie sah es denn mit deinem Stinker aus? Wobei, du hattest doch... Ja, ein Zucker, es hat sich mal kurz was verneigt. Zweimal so richtig die Rute runtergezogen. So, zweimal runter. Und der ob Teigknödel war dann abgezogen. Ah, ich weiß nicht genau. Nee. So 100%ig kann man es nicht sagen. Nee, wird schon nicht sagen. Bei dir hat es zwei, dreimal gezuppelt. Das waren nur die Fische, die geflüchtet sind von deinem Gestank. Die sind dann in deiner Schnur, der durch Wurm, die Schnur geschwommen. Der Wurm war jedes Mal angeknappert, ausgelutscht. Aber es war irgendwie... Das sind die Krebse. Kleinfisch. Ja, gut, nee, egal. Krebse habe ich jetzt hier noch keine gesehen. Und ich leuchte hier immer wieder ins Wasser. Ja, ja. War nichts. Weil... Ja, hier gibt's diese amerikanischen Krebse, die will ich ja auch mal essen dann. Ja, irgendwann tun wir mal einen kochen vielleicht. Die sind ja geschützt. Aber jetzt werde ich mich in mein geschütztes Bett begeben. Bevor du jetzt die Krebse hier aufstöberst, oder? Also, guten Abend. Morgen, nee, pass auf. Morgen, wir haben ja heute Kräfte gespart. Mhm. Weil morgen haben wir ja Großes vor. Morgen geht's auf Wels. Auf Wels. Also richtig. Richtig auf Wels. Also ich werde mich zurückhalten diesmal. Ja, weil also jetzt mag ich noch mal ein bisschen zum Zug kommen. Ja, ich werde dich auch zum Zug lassen. Oh, da freue ich du mich. Du hast freie Stellen. Oh, ehrlich, ja. beide Seiten offen. Hast, oh, da freue ich mich. Ich werde mich in Zurückhaltung üben. Wähnen oder wie das so heißt. Ja, ist egal. Genau. Oh, und da freue ich mich. Lasse dir alles offen mit zwei Routen und werde dann nur noch die Lücken füllen. Genau. Oh. Das verspreche ich dir jetzt. Da freue ich mich. Ich kann ja heute Nacht kaum schlafen. Weil ich habe. Also ich bin schon. Übersättigt. Wunschlos glücklich, was ich jetzt dieses Jahr rausgeholt habe an Wels. Darf ich auch noch mal einen holen? Einer reicht mir. Muss sogar nicht so groß sein. Ja. Na gut. Also, wir machen jetzt hier Schluss und dann geht's morgen weiter. Genau. Also, tschüss. Adebra.